Ach so, ah, jetzt habe ich die Szene nicht gewechselt. Bin ich denn eigentlich deppert? Also, Entschuldigung. Spiel lässt mich nicht raus. So, Alice Madness Returns. Gut. Habt ihr eigentlich einen Organspendeausweis? Ja, habe ich. Okay, wir haben auch Sound. Dementsprechend kann ich auch... Puh, gut. Wir waren hier kopflos unterwegs. Murmeln. Clear, clear, clear. Entschuldigung, wie funktioniert dieser Aspekt? Ich weiß es nicht. Mach einfach mal, wir drücken einfach mal auf Gas. Das ist sehr weird. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt in der Murmelbahn arbeiten. War das jetzt gut oder schlecht? Achso, ich hätte weiter drücken müssen. Du kannst mir nicht ein Auto-Run-Level geben, Spiel, und dann erwarten, dass ich plötzlich eine Taste drücken muss. Geh mir auf jeden Fall einfach mal Gummi. Wie wär's? Ups, da war ein Leck. Das Spaß doch nach klingt. So, jetzt sind wir hier. Ah, okay. X halten, um aufzuladen, loslassen zum Feuern. Was ist, wenn ich gedrückt halte? Sterbe ich dann? Wird das weniger? Nee, ne? Na, ich weiß jetzt nicht, welcher Hubble das da nicht hinbekommen hat, ne? So. So, da ist noch eine. Und okay. Es geht noch weiter. Achso, stimmt. Ich kontrolliere ja auch die Kamera. Sachen, die man vergisst. Ha! Kann ich da hoch? Ja, möchte ich da hoch? Anscheinend nicht. Oh! Okay. Das kriegen wir hin. Hier rein. So, und jetzt kann ich meine Kamera wieder nicht kontrollieren. Okay. So, warte, das mache ich noch kaputt. Warum sind hier noch Murmeln? Die Designs der Murmeln gefallen mir. Missversteht mich nicht. So, hier rein. Das Spiel wird mehr und mehr zu einem Fiebertraum. Wisst ihr das eigentlich? Pinball Waterspiel bietet fast alles. Hallo. Okay. What? WB Alternes. Was hast du verpasst? Gute Frage. Gute Frage. Komischen Fiebertraum. Ach, jetzt geht's in die nächste Rutschpartie auch noch. Um nochmal deine Frage übrigens zu beantworten, Alternis. Ich habe einen Organspendeausweis, ja. Alles, was nach der Unterbrechung passiert ist. Ja, wir haben halt, waren ein bisschen kopflos unterwegs. Sind ein bisschen rumgerollt, ganz gemütlich. Und dann sind wir jetzt hier gelandet. Natürlich. Au. Habe ich dich damit getötet? Geht doch. Oh nice, dann willkommen im Club. Ich höre wieder eine Schweinenase. Da oben. Muss ich da einmal gegenschießen?
Okay, das Ding geht so nicht kaputt. Kann ich hier durch? Nein. Das Geräusch hat sich gut angehört. Ach, Umf. Einmal durch die Köpfe hier durch. Wir gehen nochmal hier ein bisschen hoch. Das scheint der richtige Weg zu sein, aber... da ist ein Stück Glas. Talkative, vielen lieben Dank für dein Host. Was bringt mir da... Kriege ich damit da oben? Nein, Kamera... Gib mir meine Kamera wieder, Spiel! Goddammit. Ist das die Schnauze, die ich da sehe? Fast geschafft. So. Okay, haben wir das geöffnet. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass wir das geöffnet haben? Ich weiß es nicht. So, gehen wir erstmal hier hoch. Was erwartet mich denn hier? Achso, ich muss... okay, ich muss darüber. Dann kann ich einmal das kaputt machen. Ich musste deine Familie in der Oxforder Leichenhalle identifizieren. Deine Schwester war äußerlich unversehrt. Was ich von deinen Eltern nicht sagen kann. Ja, wir haben schon gehört, dass bei unserer Schwester da irgendwie was im Argen war. Ist das Fleisch? Jo, das schaut lecker aus. So, boop. Und dann jetzt hier wieder draufstellen. Wieder zack. Jetzt ganz schnell, Kinners. Wir haben keine Zeit zu verlieren, keine Zeit zu verlieren. Easy. Das war nur minimal klar. Ich höre Gegner. Entschuldigung. Es gehört sich nicht zu gackern. Kann ich diese komische, groteske Statue kaputt machen? Nein. Komme ich da hoch? Ist da oben was? Nicht, dass ich sehen würde. So, zack, hier einmal durch. Hier einmal durch. Könnte mir hier ungefährlich werden? Kriege ich seine Aggro? Wenn ich mich jetzt hier hinten verziehe, dann müsste seine Wegfindung versuchen, da drumherum zu spielen. Oder seine Aggro funktioniert. irgendwie knuffig wäre da so umher. Okay, den haben wir jetzt damit auch erwischt. So. Mörderzug in diese Richtung. Das, was so ein bisschen ausschaut wie so ein fröhliches Gesicht. Das macht mich schon fertig. Thomas, die kleine Lokomotive. So, hier in die Richtung ist eine Flasche. Das ist ein Sternchen. Noch ein Sternchen. Nee, auch das Glas darf ich nicht kaputt machen. Vögelchen. Das ist hier alles ein bisschen... So, haben wir das. Sehr Subjekt, wo wir hier sind. Es gefällt mir auf jeden Fall. Also, auf eine sehr groteske Art und Weise. Ja. Warte, haben Tauben wirklich solche Beine? Nee, ne? Nee, ich behaupte mal, Tauben haben nicht solche Beine. Ich hoffe es einfach für mein Seelenheil. Frage ist, wie komme ich jetzt dahin? Da sind zwei... Normalerweise müsste ja alles, was ich mit dem...
was ich mit der... Ja. Komme ich hier noch später hin? Behaupten wir mal, ja. Sehr süppig. Achso, ich kann doch hier einfach mal zack das so machen. Was passiert dann hier? Okay, ich mache mir damit ein bisschen Platz. Kann man... Achso, hier ist die Katze. Sei vorsichtig, Alice. Ach. Danke, Katze. Pass auf, was du tust, Alice. Vielen Dank. Sei vorsichtig, Alice. Ah. Ja, da ich definitiv vorhatte, die gesamte Zeit mich irgendwie umzubringen. Vielen Dank. So, jetzt hier schnell durch. Entschuldigung. Behauptet er hier gerade, hier ist eine Masterhand. Nein? Ich bin dafür, dass wir beherzt Nein sagen. Okay. Okay, danke. Gut. Ach, die faken halt an, ne? So, zack. Hier sonst noch irgendwas? Nein. Diese... Achso, ich glaube, das soll nicht mehr Alice darstellen, sondern das komische Mädel, was wir gesehen haben, ganz am Anfang des Levels. Ich meine, klar, ich bin vielleicht ein bisschen langsam, was das angeht, aber... Achso, das ist das Viech. So, kannst du bitte sterben? Danke. So, da haben wir... Wir haben hier zwei. Sag nicht, dass es eine Art Labyrinth ist. Please no. Ach so, ah, da hinten geht dann zum Teil was auf. Okay. Dann muss ich da drauf den stellen. Nein, sag nicht, ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal laufen. Wirklich? Ja, kann man... Nun, wenn man einmal nicht schnell genug ist, ne, dann, selber schuld. Weil so lang ist das jetzt auch nicht, glaube ich, ne? Okay, der Lag hat mir jetzt sehr Angst gemacht. So, da legen wir dich mal drauf und dann... Ich stehe doch drauf noch, Spiel. So, guck mal. Das ist auch nur minder creepy. Gut, damit haben wir den Weg offen. Haben wir das soweit frei? Fragezeichen? Jetzt komme ich hier an die Flasche ran. Okay. Gut, haben wir das aufgesammelt. Das gibt mir minimalen Seelenfrieden. Ich mag irgendwie das Level nicht. Also, ich finde es nicht schlecht, sagen wir es mal so. Aber visuell ist es doch das Level, was mir am meisten unter die Haut geht. So. Okay, Zug und ganz viel in die Richtung. Ich finde, das sagt doch immer noch viel darüber aus, wie wir gruselige Kinder wahrnehmen. Bouncy. Wo ist denn ein Gegenstück? Ach, da hinten. Oho, oho.
Gut, euch beide erwischt. Überhaupt nicht creepy. Überhaupt nicht. Ich glaube, das wäre sogar die richtige Richtung. Wir nehmen mal ganz kurz die Blume mit. Oder ich bin voll geheilt. Ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Schon wieder. Weil mein Stuhl doof ist. Das funktioniert doch so. Immer alles andere für seine eigene Unfähigkeit verantwortlich machen. Nehmen wir uns. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so erpicht darauf bin, noch die Zähne mit zu sammeln. Guck mal, das ist schon richtig Pavlov-Verhalten hier. Zahn, Zahn, Zahn. Ja, ich kann sogar. Ja, komm, ich mach auf den hier. So, zack. Hier hoch und da hoch. Bisschen was an Zeit haben wir noch. Gut, das geschafft. Machen wir das wieder nach unten und schauen hier um die Ecke. Da geht's runter. Ich habe gerade irgendwas Sloshy Sloshy machen hören. Ich sehe, was Sloshy Sloshy gemacht hat. So, wo ist der andere Dude, der Sloshy Sloshy macht? Ach, das sind drei! Au. Meine Kamera hat nicht umgeschwenkt. Das ist supi, danke. So. Den kaputt gemacht und den auch erwischt. Das war eigentlich eher Zufall als alles andere. Ist da hinten Secret? Ich weiß halt nicht, was Secret ist und was nicht. In diesem Fall. Das ist ein bisschen gemein. Spiel, please. Gib mir wieder so Pfeile. So im Sinne von, das ist Secret, das nicht. Oh, da ist ein Bounce Pad. Das hätte ich jetzt nämlich auch schon so ziemlich als Secret bezeichnen wollen, aber anscheinend nicht. Dann ist das hier vermutlich ein Rückweg. Wenn ich die... Ja genau, da komme ich ja. Wenn ich nämlich den da runter bewege, dass ich da hochgehen kann. Ich sehe auch keine Nummer, ne? Davor war leider... Nicht leider. Glücklicherweise alles nummeriert. Gehen wir erstmal nach rechts. Gehen wir erstmal nach rechts. Und danach später nach links. So, wie tief können wir sinken? Kann ich hier den Hasen draufstellen. Jetzt ganz schnell zurück. Da komme ich so nicht drauf. Muss ich dann... Okay, so springe ich mich um. Was? Dann... Versuchen wir erstmal hier nach links zu gehen. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, was von mir verlangt wird. Ich bin doch hier selber komplett ohne Ahnung. Weil das wirkt wie ein funktionierender Weg erstmal. Da hinten ist eine Erinnerung. All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lechzen. Darf ich den Teewärmer halten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichellecker. Was eine charmante junge Dame, Lizzie doch war. Bringt mich das jetzt hier um? Bin ich wohl zum Secret gelaufen? Ich habe
keine... Oh, ich habe eine grundlegende Idee, was ich machen kann. Funktioniert die grundlegende Idee? Ist die andere Frage. So, was ist, wenn ich dich da werfe? Okay, dann machen wir das mal so. Na, dann gehen wir jetzt hier auf den anderen rüber. Werfen hier den Hasen drauf. Warten jetzt ein bisschen, dass die Plattform da hinten rüber geht oder hoch geht. So, können wir jetzt hier rüber springen. Und jetzt, wow, das ist, gefällt mir, dass man bei den Rätseln jetzt sogar noch zumindest minimal weiterdenken muss. Ich meine, schwer sind sie trotz alledem nicht, ne, aber dass man trotzdem ein kleines bisschen weiterdenken sollte. Okay. Rückweg. Warum sollte ich in die Richtung gehen? Okay, da ist wieder dieses komische Handsymbol. Soll mir das Angst machen? Da hinten ist irgendwas mit dem Pfefferschnäuzer, was ich tun soll. Ist das eine Schnauze oder ist das ein Schalter? Ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. So, bring mich mal hier rüber. Danke. Das ist ein Schalter. Den kann ich betätigen. Fällt mir jetzt auf, dass das kleine Rädchen sich darunter auch noch dreht. Das ist cool. Haben wir das gemacht? Shit. Alles gut mit mir? Nein. Ich glaube, ich bin an allen Plattformen vorbeigesprungen. Nice. Ich werde auf dieser Plattform respawned. Ich gehe nochmal da hinten zu dem Zahn. Weil LT gesagt hat, dass ich da hingehen kann. Und nun? Ich habe keinen Plan, was mir das zeigen wollte. So, da ist kein Schlüsselloch. Dann gucke ich hier unten einfach mal, ob vielleicht irgendwo ein Schlüsselloch hier ist. Ein verstecktes. Nee. Ich habe keine Ahnung, warum die LT-Taste... Ich probiere es nochmal, warte. Versteht ihr, warum ich da hinschaue? Achso, vermutlich müsst ihr das Rätsel zu Ende lösen, ne? Damit das Sinn ergibt. Oh Gott. So. Zack, zack. Schieb mich mal darüber. Guck mal, da ist auch eine unsichtbare Plattform, um einen davor zu schützen und aufgespießt zu werden. Nett. Ich soll in die Richtung. Schalter. Jetzt bin ich wirklich verwirrt, warum mir das gezeigt wurde. Guck mal, das ist eine... Ist das eine Krähe oder ein Rabe? Ich glaube, das ist eine Krähe, ne? Ein Rabe ist, müsste größer aussehen. So, dann einmal da drauf schießen. Gut, das bringt mich nicht mehr um. Ich bin halt grundlegend verwirrt erstmal, was ich hier tun soll. Immerhin, das finde ich sehr gut, immerhin bin ich noch nicht von Gegnern unterbrochen worden, sondern darf einfach ganz gemütlich mein Zeug machen. Nämlich umgucken. Collectibles sammeln. Oder soll ich einen Häschen draufstellen? Was ist das für ein... Ach, das ist wieder so ein
Vogelhybridviech. Was ist, wenn ich da mit der T-Kanne drauf schieße? Wohin führt mich das? Vielleicht sollte ich nicht dran vorbeilaufen. Okay, nochmal zu ein paar Zellen mehr. So, upsa. Und was ist dieser Raum? Auch keine Secrets, sondern auch wieder einfach nur Zellen. Ich bleib dabei, ich fand die anderen besser. Die anderen Welten. Die waren ein bisschen lustiger. So. Eins, zwei. Sterbe ich jetzt? Oder öffnet sich das da hinten? Mein... Achso, ah, cool, die Zeit blieb stehen. Aber das bewegt sich auch nicht. Ich... Wiii! Hab einen neuen Bug gefunden. So, jetzt aber. Komme ich daher? Ja. Dann gehen wir dahin wieder zurück. Ja, hier entlang wieder. Hier hinten hat sich jetzt geöffnet. Achso, ach, da muss ich... Ah, okay. Da muss ich dann jetzt auch nochmal wieder einen Hasen auf die... auf das Timerfeld legen. Zack, zack. So, okay. Es war nur gruselig. Alles gut. Okay, da hinten sind wieder unsichtbare Plattformen. Ist das der richtige Weg? Seitdem unsichtbare Plattformen jetzt nicht mehr das Universalzeichen für da ist ein Secret ist, bin ich sehr viel verwirrter. Bin ich gerade auf Full Life? Ich sehe das nirgendwo, ne? Irgendwie wird die Musik etwas eintönig. Ja, ne? Das ist auch so eine Kritik, die das komplette Spiel umfasst, leider. Ich finde, das komplette Spiel ist musiktechnisch meh. Also, was Visual Design alles rausreißt, wird so ein bisschen vom Musikdesign runtergezogen wieder. Ne, es ist halt, es sollte diese, oh, das ist ein bisschen spoopy Melodie sein, aber nach einiger Zeit ist es nur noch, oh, es ist die Melodie. Als wäre, weniger als wäre man hier in einem verwunschenen Puppenhaus, sondern mehr als wäre man in einem Fahrstuhl in die Unendlichkeit. Hallo Moped. Da hätte ich es vielleicht besser gefunden, hätte man entweder Musik wie Danny Elfman, also quasi Danny Elfman-esque Musik macht, hinzufügt, ne, damit der Spieler auch was für die Ohren hat in der Zeit. Das sind halt gefühlt nur 30 Sekunden die Lupen, ja. Ja. Komplett keine Musik wäre auch keine Option gewesen. Als Spieler fühlt man sich dann in den meisten Fällen gelangweilt. Ich meine, Spiele wie zum Beispiel Witcher 3 können das machen. Einige Zeit hinweg, aber da hast du halt auch immer wieder die gleiche Musik. Aber dann auch wieder Pausen, wo dann halt das Ambiente von... Upsa. Das, Entschuldigung, Tisch. Das Ambiente übernimmt, ne? Gräser. Oder halt Bäume, die sich im Wind bewegen. Menschen, die was sagen und dementsprechend halt Hintergrundgeräusche bieten. Und hier, ja.
Hier zum Beispiel für dieses verwunschene Puppenhaus, dieses kaputte Puppenhaus, was ganz gut funktioniert wäre, wenn man versucht, eine Melodie zu nehmen, die an einen Kinderreim erinnert. Nehmen wir einfach mal Freddy. Freddy Krüger als Beispiel. Ne, da gibt es einen Reim, den Kinder singen, während sie mit Seilchen springen. 1, 2 Freddys hier, 3, 4 und so weiter und so fort. Dass man quasi solch eine Art von Melodie, eine simple Melodie nimmt und dann Disharmonien reinbringt. So zum Beispiel, wenn man aus Bioshock 1 Cohens Masterpiece hört, das Stück hat halt einige... Ich leider ist mein Musikwissen nicht tief genug, als dass ich die richtigen Begriffe dafür weiß. Es hat halt einige der Akkorde, die gespielt werden, haben die falsche Note drin, sodass es sich halt absichtlich falsch anhört. Ne? Und damit eine Dissonanz erzeugt wird. Und ja, nee, dass man halt sowas gemacht hätte, das wäre doch eine Idee. Aber halt die gesamte Zeit... Ist halt wirklich langweilig, ja. Kann ich nur zustimmen. Hier kommen Gegner, by the way. Upsa. Ah. Ne, das Spiel so...